Tränen kullern aus seinen Augen. Jetzt haben sie sich eine andere Herde mit braveren Tieren. Sie humpelt es von einem Rucksack der Hirten zum nächsten und steckt in jeden seine Schnauze hinein. Wir sind nur Ersatzstrümpfe und Zahnbürsten. In irgendeinem Rucksack haben die Hirten doch sicher Leckerlis versteckt. Alle Schafen sind furchtbar verfressen. Fressen ist eigentlich ihr Lieblingshobby. Kriegen wir jede Menge Jacker. Ausgerechnet der Schaf mit der Mütze will etwas beobachtet haben. Das ist doch nicht ganz richtig im Kopf. Tätig sieht es irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht da sind oder erst noch kommen sollen. Neulich hat es doch sogar behauptet, in der Zukunft würde es Telefone geben und Fernseher. Dinge, von denen kein Schaf je gehört hat und die sich völlig unglaubwürdig anhören.